Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Folge 80 mit einem neuen Unboxing-Video für euch. Und ich bekam ein Paket von Amazon. Und ja, bevor wir es auspacken, möchte ich bloß noch darauf hinweisen, dass ich jetzt nicht weiß, ob ich jedes weitere offizielle Release veröffentlichen werde als Video. Da es meinem Opa etwas schlechter geht, er ist 93 Jahre alt. Und ich war jetzt auch die letzten paar Tage jetzt bei meinem Großvater daheim. Ich habe noch einige Videos natürlich vorproduziert. Aber ob jetzt natürlich das ganze neue Zeug rauskommen wird, ich weiß es nicht. Da es mir auch nicht so besonders gut geht. Aber ich muss mal so erwähnen, damit ihr Bescheid wisst, falls jetzt mal die nächsten paar Tage, zwei, drei nächsten paar Wochen eben nicht so viele Videos von mir kommen werden. Nicht böse sein, aber mir geht leider meine Familie etwas mehr vor, als diese Videos zu machen. Denn ja, mein Opa ist mir sehr ans Herz gewachsen. Und ja, okay. Des Weiteren ist noch eine kleine Information. In diesen nächsten Videos, wo kommen werden, ist auch ein besonderes Video dabei, was auch viele darauf warten werden. Und ich hoffe, ihr werdet es genießen. Und ja, schon mal viel Spaß. Denke mal, es wird so am Montag, Dienstag wahrscheinlich veröffentlicht werden. Und mal gucken, wie ihr das findet. Ja, ich habe heute ein Paket eben von Amazon bekommen. Und natürlich ganz normal, was ist da drin? Das Amazon-exklusive Steelbook von... Mal gucken, ja. Queen. Ja, sehr cool. Und ich werde jetzt hier mal auspacken. Und da haben wir es nun auch schon. Und ja, der Film ist ab 12 Jahren freigegeben. Und ist hier auch eine digitale Kopie mit dabei. Und ich fand den Film mir richtig gut. Natürlich für mich jetzt nicht so gut wie jetzt Southpaw. Aber trotz alledem ein richtig cooler Film mit Sylvester Stallone. Und freue mich auf jeden Fall auch diesen Film wieder anzugucken. Der Film geht 133 Minuten. Hat auch einiges an Specials dabei. Wer die Vergangenheit kennt, kann die Zukunft gestalten. Michael B. Jordan wird zu Adonis Johnson. Und nicht verwendete Szenen. Ja, wie gesagt, der Film finde ich richtig cool. Und ja, hier in diesem schönen Steelbook, was Amazon exklusiv ist, was mir hier auffällt, es ist keine Drehung vorhanden und irgendwie, ist das hier schmutzig oder was ist das? Ja, finde ich etwas sehr schade. Ich dachte eigentlich, dass Creed hier geprägt ist, aber leider ist es nicht so der Fall. Mich würde gerne mal interessieren, ob hier in anderen ausländischen Versionen dieses Creed wieder geprägt wäre, weil dann würde ich eventuell nochmal ein ausländisches Steelbook auch noch holen. Aber für das eine werde ich erstmal das natürlich behalten. Ich mache erstmal auf das schöne Teil. Und ja, da ist natürlich eine Banderole außenrum. Die kann man auch abmachen. Und die ist mit Klebchen versehen, aber die lassen sich sehr gut ablösen. Und so schaut es dann aus. Was ich aber cool finde, dass hier ein bisschen Glanzlack dabei ist, hier eben bei den Figuren, bei Adonis und bei Rocky. Und natürlich auch hier die Boxstränge hier sind auch ein bisschen leicht glänzend, aber wie gesagt, ist leider Creed hier nicht tiefengeprägt, was ich sehr schade finde. Wäre auch cool gewesen, wenn die hier nach rausgehen würden, aber leider ist es nicht der Fall. Aber gut, an der Seite steht eigentlich nur Creed dran und das Warner Bros. Und das Blu-ray-Disc-Logo. Hinten drauf haben wir natürlich ein Backmotiv, aber mit ganz viel Credits, was wir sich eigentlich auch sparen können. Aber gut, ja, natürlich wieder ein sehr dunkel gehalten, dieses ganze Steelbook, und man erkennt hier auch, glaube ich, jeden Kratzer drauf. Aber ich habe bis jetzt Glück gehabt und ich habe jetzt noch keinen erblicken können. Und dann machen wir mal auf. Und da haben wir dann eben dann die digitale Kopie, was hier auch Real Boxing 2 Creed ist, ein Spiel für den App Store von Apple, oder zumindest für iTunes. Und hinten drauf ist dann eben die digitale Kopie. Hier haben wir dann noch die Blu-ray-Disc, die schaut so aus. Auch sehr cool. Und auch ein sehr schönes Innenmotiv, wie ich finde, mit Philadelphia im Vordergrund und hier im Hintergrund halt eben jetzt, also was anderes vom Hintergrund ist Philadelphia. Und hier eben schaut eben Rocky und der Adonis auf die Skyline von Philadelphia runter. Sehr cool, sehr schön. Und ja, wie gesagt, ich werde den Film gleich mal angucken, denn er ist wirklich sehr cool und auch sehr schön gemacht. Und ja, das war's von mir von dieser kleinen Vorstellung von Creed. Ich hoffe,
die Information vorher hatte ich mich etwas geschockt, aber ich musste es loswerden, denn ja, ich merke schon, ich bin etwas ja, nicht so ganz bei der Sache. Nicht böse sein, aber es ist einfach nur mal so und man kann nichts ändern. Ja, das war's von mir und bis zum nächsten Mal. Euer Feuchten 80. Tschüss.